Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rogue City. Wie versprochen, geht's genau an dieser Stelle heute weiter. Letzte Folge, ein bisschen die Zeit aus dem Blick verloren. Hier hätten wir durchbrechen können. Ja gut, wir sind halt hinten rumgegangen. Ändert ja jetzt erstmal nichts am Ergebnis. Schießerei gab's so und so. War hier? Nee, ist alles zu, ne? Hier war sonst nichts mehr. Oh. Doch noch was. Ich weiß zwar aber nicht, woher wir wissen, dass das gestohlene Handtaschen sind und dass die nicht jemand dorthin gestellt hat, mit Absicht. Aber sie sind ja dann dadurch gestohlen, dass wir sie mitnehmen. Okay, dann ist natürlich, dann passt das. Dann sind das gestohlene Handtaschen. Wir brauchen das Paket. Bäcker um die Ecke. Bäckerei um die Ecke. Dokumente mit Bezug auf OCP. Ach, Bakery in the Corner. Ich habe das jetzt gar nicht scannen können. Okay. Ist hier nicht. Hier ist auch noch Katzenfutter. Evidence do not tamper unknown object fragile. Unknown object fragile. Okay. Bin mir noch nicht so sicher, ob wir hier einfach jetzt so rausmarschieren können oder ob hier noch eine Überraschung auf uns wartet. Oder wo auch immer wir jetzt hingehen. Dort vielleicht. Oh, wir werden erwartet. Aber woanders lang können wir nicht, oder? Ist hier vielleicht eine Leiter? Irgendwo? Nein? Ah, okay. Was soll's? Wir gucken sie einfach nicht an. La la la. Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Guck nicht so. Ich kann mich immer noch nicht so richtig entscheiden. Oh, will ich, wie ich spielen möchte. Ich gebe halt super widersprüchliche Antworten in verschiedenen Dialogen, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich lasse mich jetzt einfach treiben, okay? Ich lasse mich einfach treiben und wähle einfach immer die Option, die mir gerade am besten gefällt und mache mir nicht weiter Gedanken drum, um irgendein Ende oder was auch immer uns noch erwartet, okay? Ganz entspannt. Die beiden stehen immer noch dort hinten am Basketballplatz. Oh, hallo, hier ist noch eine Katze. Ach, du bist die Katze mit den Affen. Pfoten, okay, hab ich vergessen. So, I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? No. The sound of your voice does not indicate that you are lying. Just don't depend on your lie detector when you talk to politicians.
In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Okay. Geben die Kiste gleich ab. Ich würde gerne noch nach ein paar Dings hier suchen. Ich brauche noch zwei Verstöße. Ach, Mann, ne. Aber wenn ich das ausrüste, zeigt es mir auch nicht. Nichts an. Ne. Erstmal das ausgerüstet, dass ich da jetzt nicht einfach reinlatsche. Ach nee, das ist unser Auto. Oh, ich dachte, hier ist was, was ich melden kann. Ich hatte schon Hoffnung. Aber ich war hier überall schon. Weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Also, den hatten wir schon gemeldet. Letztens war auch ein Auto dabei, das hat Öl verloren. Ich müsste die ganze Zeit eigentlich hier so meine Robosicht anlassen. Ich könnte auch einfach strategisch vorgehen und strategisch die Map ablaufen. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Hier kann halt keine Parkuhr abgelaufen sein, weil hier gibt es keine Parkuhr. Du warst ja mit den Plakaten. They say that if Mills wins, we'll all get an apartment in Delta City. Screw that! I'm homeless by choice. Warum ist die Tür beleuchtet? Mal so, ich frag für einen Freund. Vielleicht so? Ist hier Parkverbot? Ja. Jetzt fehlt nur noch eine. Ein Vergehen. Jetzt bin ich wieder motiviert. Dieses eine Vergehen. Guck mal, der parkt hier in der Kurve. In der Kurve parkt man nicht. Ach, du bist der von der Tankstelle. Ja, hier darfst du rauchen. Auch wenn es ungesund ist. Nee, hat gezählt. Hä? Jetzt bin ich aber wieder hier. Okay, nee, warte. Dort müssen wir rein. So. Wo war ich denn lange nicht? Was ist das? Gangversteck. Wir gehen jetzt hier rechts, dann links bis auf die Hauptstraße und dann wieder rechts. Jetzt hier rechts. Hat gerade kurz geleckt, warum auch immer. Dann gehen wir hier ganz rüber bis auf die Hauptstraße. War ich dort hinten nicht schon? Dann gehen wir hier ganz hinter. Ja, das waren wir doch schon. Das ist die offene Kiste, oder? Na, ich muss kurz gucken gehen. Ja, das ist die offene Kiste. Bin mir ziemlich sicher.
Schade. Oh, ich dachte, ich habe was Cooles gefunden. Hätte mich zwar gewundert, warum das plötzlich auf der Map zu sehen ist. Aber, ne, manchmal ist ein Spiel vielleicht doch einfach mal nett. Einfach so. Hier ist nirgendwo was, was grün leuchtet. Hier war ich ja auch schon. Ich weiß halt nicht, ob hier unten noch was ist, aber das sah halt eher aus wie Industriegebiet. Deswegen denke ich eigentlich eher nicht. War hier schon? Überall da, wo wir nachts drin waren, sind jetzt die diese Polizeibänder davor. Ist nix. Ah, das triggert mich. Ich möchte jetzt noch diese sechste Sache finden. Die ich melden kann. Erst dann bin ich zufrieden. Ach, das Auto steht jetzt hier übrigens wieder da. Was erst einfach irgendwie despawned ist. Müssen wir hier hinten noch mal gucken gehen? Aber ich möchte das halt auch nicht ohne euch suchen. Oh, was denn hier? So, ich meine, ich könnte das natürlich offline machen, aber es will ich nicht. Ich würde es gern alles mit euch zusammen machen. Ah, screw Delta City. OCP is gonna throw us out of here to start construction. Yeah, let them try. Let them try. Ach, hier war letztens, haben wir doch letztens die Leiche gefunden, die von dem Alien getötet wurde. Hier waren wir jetzt die ganze Zeit noch nicht. Ich habe eine neue Ecke gefunden. Aber es sieht hier nicht danach aus, als wäre hier Loot oder irgendeine Straftat, die ich melden könnte. Hier parkt auch niemand falsch. Anscheinend. Das ist ein Bordstein. Ah, okay. Muss man erst laut werden. If Mills wins, we'll all be homeless.
Radio. Attempts to reproduce the last living blue-nosed platypus ended in failure after two remaining animals killed each other because of badly matched aphrodisiacs. Das ist traurig. Can I toss a coin into the fountain? Waste of money, honey. Someone will steal it before you make a wish. Ich dachte, hier ist jetzt vielleicht jemand, den ich verwahren kann. Weil er hier... Oh, kann ich tatsächlich. Entering the fountain is strictly prohibited. But I'm not even fully in, just my feet. You are free to go, but no one steps into the same fountain twice without a ticket. I think I got it. Yay! Okay, jetzt können wir die Kiste abliefern. Jetzt bin ich happy. Ah, es war eine schwere Geburt. Man kriegt halt hier auf der Map auch wirklich null Hinweise. Irgendwie kriegen wir immer die Leitern angezeigt. Und die Ecken, wo diese Kisten waren. Ich habe gerade nur überlegt, ob ich die tatsächlich schon eingesammelt habe, aber ich glaube ja. Weil sonst müssten wir hier das hier weitermachen. Markiert die Standorte wertvoller Gegenstände. Aber bringt mir das halt wirklich was? Ich glaube, Panzerung ist mir gerade wichtiger. Und als nächstes muss ich noch ein paar Punkte in Kampf stecken. Ach, dafür brauchen wir dich noch. Nimmst jetzt unser Diebesgut an. I have Samantha's belongings. Ah, yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Warum braucht sie so viel Katzenfutter? Ich glaube, das fällt Samantha aber auf, oder? Wenn wir das durchsuchen. Aber ich meine, wir könnten, und das ist jetzt optional, und ich, also wir könnten. Wir könnten. Wollen wir? Brief an Samanthas Mutter. Miss Kay Ortiz. Man wirft ihnen vor, Beweise zu fälschen, weil man sie in Misskredit bringen will. Aber ich glaube das nicht. Niemand von uns tut das. Wir wissen, dass die Medien und OCP unter einer Decke stecken. Ihre Taten werden auch anderen helfen, das zu verstehen. Also lassen sie sich nicht zum Schweigen bringen. Jemand muss in unserem Namen die Stimme erheben. Jemand muss sich gegen sie wehren. Wie? Pickles! Mach die Kiste doch wieder zu! Oh, mach die Kiste zu! Mensch, Robocop. Was für ein Kasten überprüfen. Na toll, jetzt ist die Aufgabe weg. Der stand Kasten überprüfen. Und da war ein Wegpunkt.
Toll. Wurde verarscht. Aber was für ein Kasten meinten die hier? Oder meinten die die Kiste? Einfach nur. Ach, naja, egal. Dann müssen wir jetzt aber wohl Main Quest machen, weil noch mehr Nebenquests habe ich jetzt hier nicht. Und wisst ihr, welche Frage mich gerade im Hinterkopf die ganze Zeit beschäftigt? Werde ich es hinbekommen, die Folge so zu beenden, dass ich einen guten Speicherpunkt habe? So uhrzeittechnisch. Aber ich will halt eigentlich jetzt die Folge noch nicht beenden, weil wir haben ja noch 10 Minuten. Aber das Spiel speichert doch jetzt wieder nicht, wenn ich nichts mache, außer rumlaufen. Das ist so... Ja. Ich weiß halt nicht, es gab ja letztens ein Update, ob die das irgendwie gefixt haben, dass es jetzt bessere Speicherpunkte gibt oder so. Weil wenn ich jetzt die Main Quest starte, weiß ich halt auch nicht, ob ich dann jetzt gleich noch speichern kann. Oder ob es speichert. Ich selbst kann ja nicht speichern, das ist ja das Problem. Naja, mal gucken. Erstmal sollen wir ja nur mit ihm reden. Ich muss nur gucken, ob hier Loot liegt. Ich muss da drüben noch kurz gucken, ob da Loot liegt. Ich weiß nicht, ob die mich durchlassen. Okay. Hallo? Hey, you. The old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Dann kann ich jetzt doch hier hinten kurz gucken gehen. Ach, hat sich nicht gelohnt. Do you think it's gonna hold his weight? Doesn't matter. Just old junk that needs recycling. Hey, ich höre das. Dieses rote Licht überall. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Spricht sich ja schnell rum hier. Oh, it's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Are you asking a machine about dreams? You're selling yourself short, son. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you
what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? The only burden it causes is to criminal scum. I admire your confidence. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Es ist ja nicht nur Zeitverschwendung, es verbessert aber auch nicht wirklich meine Leistung. Also, ich spüre jetzt nichts davon. It helps me with perspective, but it also brings out things buried. That's part of the recovery process. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? My partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Thank you. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Take care of yourself. After all, the peace of Detroit depends on your well-being. Okay. Ich bin wirklich versucht. Können wir uns darauf einigen, dass wenn ich hier sterbe, dass das nicht als Tod zählt? Aber ich meine, hier ist doch bestimmt mit Absicht die Lücke, oder? Ich würde sagen, wenn ich jetzt hier sterbe, zählt es nicht als Tod, okay? Holy shit! What was that? Ha! Robocop. Not such a piece of junk after all. Krass, ne? Okay. Jetzt wissen wir auch, wer dieser Herr da war. Auf dem Foto. Aber tatsächlich, bevor wir jetzt weitergehen, würde ich diese Folge für heute als beendet erklären. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich freuen. Bis dahin, ich winke euch wie immer zu und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.